ist seit fast einem Monat Aufstand im Sudan statt. Es ist eine sehr starke Demonstration, nicht nur in Khartoum wie üblich, sondern im gesamten Land. Es wird immer in den Medien, überhaupt in den arabischen Medien, wenn überhaupt darüber berichtet, das ist eine Brotrevolution. Es ist keine Brotrevolution, sondern es ist eine politische Revolution gegen die Diktatur im Sudan, der seit fast 30 Jahren die Macht durch einen Militärputsch übernommen hat. Ich finde schon, das ist jetzt sehr wichtig, dass es, die Sudanesinnen sind sehr, sehr, sehr organisiert und vor allem die Jugendlichen. Die auf die Straße demonstrieren, die sind Jugendlichen. Die sind in dieser Regimezeit geboren und aufgewachsen. Und sie haben überhaupt keine Angst. Sogar wenn sie dann auf die Straße marschieren und sagen, nieder, nieder mit Bashir. Und sie werden erschossen. Sie werden bis jetzt ungefähr 40 Jugendlichen getötet. Und trotzdem gehen sie jeden Tag auf die Straße. Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil im Ausland auch die alle Sudanesinnen, die durch diese Regierung auch das Land verlassen mussten. Und durch jetzt die jetzige Situation, wenn ich das darf, in diesem Zusammenhang mit Migrationspolitik jetzt in Europa, das produziert mehr Migrantinnen aus dem Sudan, die das Land verlassen müssen. Das heißt, ich komme immer wieder, das ist das laut zu sagen, die Europäische Union hätte die Zivilgesellschaft unter Schutz, anstatt die Diktatoren in Afrika.